Hi Leute und herzlich willkommen. Heute mal ein anderer kleiner Anfang. Wie ihr gesehen habt, ihr habt mein Commercial gesehen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, hier mal live dabei zu sein, in diesen heiligen Hallen sozusagen, dann meldet euch einfach bei desart@musicnerd.de. Dann könnt ihr entweder hier sein oder in der Music Nerd Schule, wie ihr wollt oder wo es eher ist. Oder natürlich online. Ja, dann seid ihr hier praktisch. Ich sehe euch und ihr seid online. Ja, willkommen. Heute machen wir weiter an unserem K-Pop-Song. Ich bin, ja, er ist schon nicht so leicht, sage ich mal. Aber wir kriegen das hin. Ich habe noch mal eine Idee bekommen, ob wir den, weil der Refrain, der kickt nicht. Ja, der ist nicht so, wo ich sage, so, wow, mega krass, sondern er ist so, ja, dümpelt vor sich hin. Auch die Vocals, ich habe jetzt doch überlegt, das so zu machen, dass wir den Rap-Part erstmal wegnehmen. Den packen wir nach hinten, machen die Strophe, packen an die Strophe den Refrain-Part, das wird dann unser Pre-Chorus, und dann machen wir es ein bisschen wie bei Kill This Love, wir bauen so einen richtig geilen Breakbeat, also vielleicht sogar so leicht dubsteppig. Ja, könnte ich mir vorstellen, wir probieren es gleich mal. So, nochmal Commercial wollen wir natürlich nicht. Okay, also, was meine Idee jetzt ist, weil, wie gesagt, ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden. Mit dem Instrumental bin ich schon ganz zufrieden, weil das kickt schon. Also, wie gesagt, der Mittelpart hier, den haben wir noch gar nicht gemacht. Aber das kickt, das finde ich auch ziemlich geil schon, weil wir es ja auch gemischt haben. Aber die Vocals, ich finde die Vocals an sich ziemlich cool. Ja, hier finde ich sie auch ganz cool. Also, hier passt das alles nur. Wie gesagt, der Refrain ist halt so, deswegen würde ich versuchen, dass wir den Rap-Part nach hinten schieben. Den nehmen wir als C-Part vielleicht. Dann nehmen wir dieses ganze, also eigentlich dieses ganze Stückchen können wir hier wegnehmen. Das war unser Rap-Part-Stück. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, hier war auch eh nicht so viel. Nee, eigentlich nicht. Können wir auch erstmal weglöschen und die packen wir nach hinten. Dann packen wir den, packen wir den auch nach hinten. So, dann haben wir jetzt hier diese Lücke. Diese Lücke füllen wir jetzt mit diesem Part. Ich glaube nicht komplett. Es wird zu lang sein. Also ich glaube eher, wenn man es mal so, wie ich es auch haben will. Und zwar nehmen wir uns das Ganze hier. Packen das hier hin. Wobei die Hälfte davon auch tausendprozentig rausfliegen wird. Das packen wir hier hin. Falls das nicht funktioniert, lade ich einfach nochmal neu. Ich könnte auch hier mit Alternativen arbeiten. Werde ich auch demnächst zeigen. Und wahrscheinlich werde ich es nochmal... Wir sind ja nicht so viele auf diesem Channel. Also ich freue mich echt über jeden, der hier zuhört, der sich das anguckt. Mega cool, weil Producing ist ja doch schon ein krasses Nischending. Aber ich werde jetzt demnächst vielleicht mal so eine kleine Basic Logic X Tutorial-Reihe machen, wo ich einfach wirklich nochmal einzelne Befehle eingehe. Wir gucken uns bestimmte Sachen an, dass man wirklich so wirklich ganz krass im Bilde ist. So, die braucht... obwohl, ganz ehrlich, vielleicht können wir jetzt sogar das gebrauchen. Okay, das war es eigentlich auch schon. Also, meine Idee ist, wir kommen... Ich lasse mal das hier alles raus erstmal, weil... Das brauche ich nicht. Und zwar, wir kommen aus dem Refrain. Wir kommen aus der Strophe. Wir hören uns gleich mal alles nochmal an. Ich guck mal. Ja, haben wir. Und wir kommen aus der Strophe raus in so eine Art Pre-Chorus, der aufbaut. Ja, der baut auf, der baut auf, der baut auf. Eigentlich fast so ein Halbding zwischen KDA Popstars und Kill This Love. Weil bei Kill This Love ist es ein bisschen anders. Ich will das aufbauen. Dann komplett runterpacken und dann Breakbeat. Wir gucken mal, wie das funktioniert. Wobei wir müssen gucken, weil beim Breakbeat, bei Kill This Love, haben sie halt immer dieses Kill This Love. Und das ist halt so dieses Kill This Love. Dum, dum, dum. Das müssen wir versuchen zu bauen. Aber wir hören noch mal kurz rein. Ja, wartet, hier fehlt mir irgendwas. Irgendwie klingt das... nicht voll genug. Haben wir irgendwas hier vergessen oder? Nee, der ist drin. Der müsste auch drin sein. Auch drin. Was ist mit den Arpeggios? Auch alles drin. Lassen wir es mal so.
Ah, jetzt weiß ich, was mir fehlt. Und zwar, das war ja gar nicht unsere Hauptlinie. Ich habe mich schon gewundert, dass das jetzt auf einmal so ein bisschen, ja. Okay, das war ja unsere Hauptlinie. Ja, jetzt. Ja, und man merkt hier schon, wir hatten ja das Pfeifen und das Pfeifen war auch natürlich nicht gemixt oder sowas, aber es war halt so leer. Mir kam es so vor, Alter, wo ist denn alles? Und jetzt merkt man, okay, die Stimme hier füllt extrem viel. So, jetzt lassen wir wirklich laufen. Der darf ein bisschen lauter. Jetzt bin ich gespannt. Es ist ein bisschen schwierig, weil der Part natürlich jetzt richtig reinbombt. Aber ich habe hier schon mal eine Idee, und zwar ganz, ganz am Ende. Dam, 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 dam. Den ballern wir richtig schön hoch. Okay, dann müssen wir das jetzt mal so machen. Ja, machen wir mal. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn wir, jetzt hat ja die Stimme am Ende aufgehört, wenn wir das aber richtig gut machen, kann ich mir vorstellen, dass der Part hier ein bisschen besser kommen wird. Mal gucken, was das hier war. Ah, okay. Ja, können wir auch nicht auch machen. Das heißt, dim, 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 dim. Schauen wir mal, ob wir das. Ja, und hier dann irgendwie so einen richtig geilen Filter. Muss mal gucken, ob der so passt. Okay, der funktioniert nicht, weil ich glaube, der Sound ist gar nicht dafür gemacht. Okay, lassen wir es mal so. Ist nicht so wichtig. Machen wir mal das hier. So. Ja, so könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, es wird zu kurz sein, aber wir probieren es trotzdem mal. Ja, doch. Genau. Jetzt müssen natürlich alle dasselbe machen. Ich glaube, ich kann ihn eigentlich auch kopieren, weil ich, oder? Haben wir hier was anders gemacht? Ja, doch, haben wir. Okay, nee, dann ist egal, dann. Kann ich das auch bauen. Aber bei dem müssen wir mal gucken, ob der nicht zu lang ist für diese Linie. Weil es muss sehr, sehr knackig sein. Und dann brauchen wir einen richtig, richtig krassen Bounce nach unten. Mit irgendwie einem fetten Sub-Bass oder sowas. Und dann muss was Fettes kommen. Ja, bei dem bin ich mir echt, ehrlich gesagt nicht sicher hier. Wir gucken mal, wie das klingen würde. Wir machen mal die Velocity ein bisschen runter. Ja, ich weiß nicht, ob es ist egal, den können wir erstmal so lassen. Das ist gar kein Problem. Gucken wir mal, was weiterkommt. Ja, hier müssen wir mal gucken. Ich glaube, den müssen wir rausnehmen. Den werden wir wahrscheinlich auch rausnehmen müssen. Ich guck mal, was das nochmal war. Können wir mal gucken, ob wir. Ja, wobei schwierig. Das sind ja alles so mega lange Sounds. Aber wir probieren es einfach mal. Ja, doch, passt. Dann gucken wir das Klavier. Das können wir, glaube ich, auch.
Und da machen. So, gucken wir mal. Ja, das wird auch gehen. Also alles, was irgendwie lang ist, müssen wir wegpacken. Okay, irgendwas hier noch mega lang. Ich glaube, das könnten die hier sein, oder? Gucken wir mal. Ne. Wobei, den ganz ehrlich, den ersten können wir auch so erstmal lassen. Was ist das hier? Ach, die 808. Ja, die muss auf jeden Fall mitkommen. Wobei ich gar nicht weiß, ob wir die wirklich so mit reinnehmen. Wir schauen mal. Achso, muss ich natürlich aufpassen, dass ich die 808 hier nicht umhaue. So, wir gucken mal, ob das passt. Wenn nicht, dann nehmen wir die komplett raus, weil ich meine, dieser Slap House Bass ist schon eigentlich ziemlich dick. Passt eigentlich. Okay, das sieht ganz gut aus. Dann lassen wir das erstmal so. Achso, hier haben wir. Was ist denn das für ein Bass hier? Okay, wir haben hier echt eine Menge Bässe. Wir müssen echt gucken, ob das nicht auf Dauer ein bisschen zu viel Basskram ist. Aber das können wir später auch nochmal gucken. Ja, weil das alles irgendwie so ein bisschen kickig ist. Und ich hoffe nicht, dass das auf Dauer uns einfach den ganzen Beat. Ja, wobei der ist cool. Also. Ganz ehrlich, den könnte ich mir später sehr, sehr gut vorstellen. Und zwar im Part danach. Dass wir einen richtig schönen dubsteppigen Part machen und immer nur von den Vocals so Chops rausnehmen und die bearbeiten. So. Ja, ist eigentlich ganz gut. Okay. Okay, finde ich erstmal ganz in Ordnung so. Können wir erstmal so lassen. Ja, jetzt brauchen wir auf jeden Fall so ein Up-Ding. Da hören wir kurz mal in unsere Referenzen rein. Und zwar, ich zeige euch mal. Wir hatten ja zwei Hauptreferenzen. Und zwar, wir mal fangen an mit KDA. Das könnte ich mir vorstellen. Dim, 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 dim. Ja, was man überlegen könnte, ist, dass man vielleicht sogar, das wäre auch nicht schlecht, vielleicht das Ganze ein bisschen nach vorne schiebt. Und hier hätten wir dann nur, da müssen wir mal gucken, Vocal Chop. Aber ich finde diesen Beat, da müssen wir mal gucken, ob der nicht zu langsam oder zu schnell ist, diesen African Beat, eigentlich ziemlich geil. Den könnten wir eigentlich hier machen. Und dann bauen wir das Ganze auf. Also da, glaube ich, das hat Potenzial. Das bedeutet. Jetzt müssen wir gucken, ob wir das in 4 to the floor machen, weil jetzt wird es eigentlich wieder Sinn machen. Ist die Frage, ob, mal gucken, jetzt bin ich gar nicht richtig drauf. Dam, dam, dam. Entweder wir fangen mit Halftime an, wir gucken mal. Nee, wir müssen Halftime anfangen. Und dann ist die Frage, ob das so lang bleibt. Ich bin mir nicht sicher, weil der Part schon ein bisschen sehr, sehr krass dick ist. Oder wir müssen den Part vielleicht auch nochmal wirklich extrem ausdünnen. Okay. Komm. Ja, nehmen wir erstmal so. Dann nehmen wir unsere. Nehmen wir mal die Snare und die bauen wir jetzt um. So. Ja, genau so. Das wäre dieser African Beat. Ja. Ich überlege gerade. Ich glaube, die lassen wir mal da. Ja, weil ich finde, eigentlich diese Idee, so ein paar Sachen hier drin zu lassen, gar nicht mal so schlecht. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir die ganze Zeit lassen.
können wir jedes zweite Mal den nur nehmen. Schauen wir mal. Finde ich besser. Das können wir später vielleicht noch ein bisschen schneller machen, aber zumindest. Wir haben ja jetzt praktisch den Zeitraum, um es aufzubauen. Und ab hier würde ich dann die Snare wahrscheinlich gerade machen. Das heißt, hier packen wir die auch hin. Die Reverse lassen wir, glaube ich, weg. Ja, finde ich ganz gut. Okay, dann würde ich mal gucken, was die jetzt noch hier haben in dem Ding. Schauen wir mal, wir werden so langsam ranbauen an das. Ah, ist halt viel langsamer. Okay, was ich überlege ist, ob wir das vielleicht so machen, dass wir hier, machen wir mal kürzer, hier hin, dann kommt das hier hin, dass wir vielleicht sogar am Anfang diesen krassen, knackigen Bass erstmal kurz weglassen. Und der erst, also wir lassen alles drin, was irgendwie so ein bisschen Atmosphäre erzeugt. Und diese ganzen krassen Sachen hier lassen wir erstmal weg und lassen sie entweder hier oder hier reinkommen. Wir schauen mal, wie das klingt. Ja. Ich glaube tatsächlich, das wird besser. Wie gesagt, die Bässe sind gerade viel zu laut. Aber von der Idee her finde ich das gar nicht so schlecht, dass wir das hier so aufbauen. Die Snare und das muss alles viel, viel ruhiger sein, weil ansonsten klingt das ein bisschen zu krass. Hier könnten wir langsam einen Sweep nach oben machen. Riser machen wir sogar. Das war eigentlich vielleicht sogar einen relativ langen Riser, würde ich sagen. Holen wir uns von Splice ein oder... wir gucken mal hier. Ich habe ein paar gedownloadet. Riser. Ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Den nehmen wir uns mal. Für später. Ah, muss ich auch kaufen. Ja, aber der ist ziemlich geil. Wir werden vielleicht nicht den ganzen nehmen, aber... Na, komm schon, ein Credit habe ich doch. So, ja, hier, gib ihn her. Huh, der ist ganz schön lang. Aber ist, glaube ich, sogar perfekt für uns. Ich nenne das mal FX, weil das würde ich vielleicht sogar gerne ganz am Ende reinbringen. Fand ich ziemlich cool. Aber noch nicht jetzt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Bis hierhin ungefähr. Dann müssen wir mal gucken, weil es kann sein, ich wollte ja diese Stelle hier leer lassen, um so einen richtig geilen Auftakt zu bauen. Das machen wir auch. Das heißt, das machen wir so. Und dann soll der relativ langsam reinkommen. Also so in dieser Richtung hier. So, alles mal runter. Ne, war falscher. Der hier runter. Dann machen wir erstmal provisorisch den hier. Okay, und dann hören wir kurz mal rein, wie das klingt. Okay, das kommt auch alles erst später. Und dann haben wir relativ wenig Zeit, das aufzubauen, aber vielleicht reicht es ja. Wir machen nochmal von hier. Ja, hier brauchen wir noch etwas, was viel, viel krasser. Ich hatte, glaube ich, mal irgendwie so eine, ich weiß nicht mehr in welchem Projekt, da hatte ich irgendwie so eine Crash, die ziemlich geil klang. Ich kann mich nur leider nicht mehr erinnern, was das war. Goose Vocal Kicked Heads. Mach ich nochmal. Nee. Ich mach mal FX. Nee, ja.
Das war's alles nicht. Guck mal hier nochmal. Oder wir machen es anders. Vielleicht nehmen wir doch noch mal diese Crash und machen die dann noch ein bisschen fetter hier. Crash Pre-Hook oder sowas. Weil ich würde gerne, dass das richtig so komplett reingeht. So, nehmen wir ein bisschen mehr davon. Haben wir hier irgendwas schon gemacht? Außer den Chroma? Ne, nicht viel. Okay. Ja, finde ich, ja, klingt noch nach Kraut und Rüben, ich weiß, aber die Idee von dem Ganzen gefällt mir schon ganz gut. Jetzt ist die große Frage wird sein, wohin wir jetzt gehen. Also praktisch, was der nächste Part sein wird, weil der muss halt, also das baut ja auf. Und jetzt wird die Frage sein, wird dieser Aufbau, dieser krasse Aufbau, das hier befriedigen, dass man sagt so, oh, jetzt ist es so, das müssen wir, das wird nochmal ein hartes Ding. Gucken nochmal. Okay, ich glaube, ab hier müssten wir. Ja, ab hier müsste eigentlich dann schon die Kick anfangen, gerade zu werden. Ja, wir haben ja gar nicht so viel Zeit für die Kick, dass das sich aufbaut, aber das müssen wir, glaube ich, auch gar nicht. Machen wir erstmal hier das so. Ja, also sehr, sehr kurze Zeit. Ach so, hier ist schon zu Ende. Ja, dann muss das hier. Machen wir das so. Die Snare kommt auch gleich mit. Ja. Die Snare darf auch hier kürzer sein. Darf kürzer sein. Jetzt ist die Frage: Wir werden die Snare mal genau wie die Kick programmieren. Also praktisch so. Den nehmen wir weg, machen hier unten auch hin. Eher so, oder? Ja. Mal sehen, wie war die Kick hier nochmal. Dam. Das ist es. Hier muss alles stillstehen. Das heißt, irgendwas läuft hier noch weit. Ach ja, der Bass läuft hier weiter. Hier muss alles weg. Also hier brauchen wir den absoluten Break. Jetzt ballern wir mal das Ding hier rein. Mal sehen, wie das klingt an der Stelle. Bin mal gespannt. Auf 105 ist das. Ich glaube, das müssen wir doch mal rhythmisch verändern. Sonst haut uns das auch weg. Überlegen. Wie machen wir es am besten? So, das sind ja meistens immer, machen wir den mal kürzer. Ich glaube, es klingt cooler. Ja. Okay. Dann haben wir den kürzer. Mal sehen, wie lang der sein darf. So ungefähr. Ja. Okay, schauen wir mal. Ja, und jetzt muss was richtig Krasses kommen. Jetzt muss irgendwie sowas.
Okay, dann will ich aber noch ein bisschen gucken, weil uns fehlt ja hier noch immer das Vocal. Und jetzt will ich mal gucken, ob wir welches Vocal wir nehmen, weil jetzt sind wir eigentlich wieder ziemlich frei. War das hier der Rap? Dem würde ich gerne später nehmen, ehrlich gesagt. Wir probieren mal die Hook-Vocals, die wir vorhin hatten. Hier muss auf jeden Fall was kommen. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Behalten wir im Hinterkopf. Aber es waren die hier, die ich wollte. Wir nehmen mal diesen Chop hier. Ja, wir gucken mal, wie der klingt. Vielleicht klingt er auch total müllig, aber wir probieren ihn mal. Den finde ich geil. Ich glaube tatsächlich, ich würde nur den nehmen, weil der gefällt mir zwar, aber das passt irgendwie nicht stimmlich miteinander. Gucken wir mal. Ich würde vielleicht sogar so machen, dass wir den hier noch mal wiederholen. Den finde ich ein bisschen cooler. Wir schauen mal. Ziemlich geil. Ich glaube, den könnte man noch ein bisschen kürzer machen, dass der nur dieses Feel nehmen wir rein. Ja, nachher machen wir noch ein bisschen Veränderungen mit. Ich glaube, wir haben noch gar nichts drauf. Also von dem her ist das hier egal. Okay, gucken wir uns noch mal. Hier muss halt irgendwas noch hin. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht das hier einfach choppen, ein bisschen. Wir probieren das einfach mal aus. Vielleicht ist Love a Love, dass man das so ein bisschen reinführt. Und zwar vielleicht sogar später mit einem Effekt. Können wir nochmal gucken. So. Ja, das mit einem coolen Effekt. Ich habe sogar schon eine Idee. Und zwar mit dem, wenn wir mal gucken, habe ich mir Mikrosche Alter Boy. Oh, ich weiß nicht mehr. Ich habe mir leider letztens nicht gemerkt, dass ich das mal gemacht habe. Wir probieren einfach mal alles aus. Ah, ja, zufällig gefunden. Und zwar machen wir erstmal hier eine Automation. Geil. Geil. Und dann noch ein bisschen hier, den lassen wir genau so. Dann noch ein kleines bisschen. Ach, Timeless ist schon drauf. Ja, hier fehlt noch ein bisschen dieser Hauptpunch, dass das in den nächsten Part kommt. Ich glaube, hier bräuchte man irgendwie. Ja, wir hören noch mal in die Referenz rein. Wahrscheinlich müssen wir die andere Referenz rein, aber wir hören kurz mal. Ja, der groovt halt ziemlich geil. Hier muss man auch wirklich sagen. Ja, also da werden wir, glaube ich, doch noch ein paar Kleinigkeiten brauchen. Ja, also was hier passiert ist, dass der hier ein bisschen präsenter reinkommt. Wir gucken mal. Ja, ich glaube, erstens brauchen wir zumindest hier eine kleine Kick. Und ich würde vielleicht sogar sagen, dass wir auch den ersten Ton als 808 mit reinnehmen. Ah, weil sonst wird es doch ein bisschen sehr, sehr dünn an der Stelle. Ja, gucken wir mal.
Wir hatten ja vorhin diesen einen Effekt, den wir rausgeschmissen haben, den ich ziemlich geil fand, aber der irgendwie nicht so wirklich gepasst hat. Sollen wir mal gucken? Nee, doch. Wisst ihr was? Den haben wir gar nicht rausgeschmissen. Oder war es der Nexus-Bass? Gucken wir mal. Ich glaube, das war ja sogar. Und zwar werden wir den jetzt an der Stelle wieder reinholen. Glaube ich. Genau, der war aus. Sollen wir mal gucken. Ja, und zwar würde ich den gern hier wieder reinholen. Ja, ein bisschen schwach auf der Brust. Ein bisschen mehr. Weil hier, ich kann mich nämlich noch erinnern, hier, als ich ihn rausgemacht habe, hat er mich nicht gestört. Also es hat mich nicht gestört, dass er weg ist. Aber ich glaube hier, mit so ein bisschen Pumpen. Bin mir noch nicht mal präzise. Ich glaube, das Problem ist, dass der. Ich weiß nicht, ob der pumpen darf. Das ist so ein bisschen. Wir gucken kurz nochmal. Ich glaube, der pumpt von Haus aus, oder? Wobbling Basement. Ja, der pumpt von Haus aus. Ich glaube, wir probieren mal ein bisschen. Wir probieren mal den. Weil ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was Zerriges unten. Finde ich gar nicht so schlecht. Ist vielleicht noch nicht der Bass, der da reinpasst, aber klingt schon ganz cool. Okay, gucken wir uns mal die zweite Strophe nochmal an. Und in den Übergang zum. Mal gerade gucken, wo ich bin. Langsam sollte ich echt mal Farben benutzen hier. Gucken wir mal, wie das Ganze wirkt. Ja, es geht schon so langsam in die richtige Richtung. Das ist wahrscheinlich so ein Ding, da muss man echt eine Weile dran sitzen, weil das Problem ist, ich merke immer wieder, wenn der eine Part passt, dann geht man in den nächsten, dann macht man den, dann passt aber der davor nicht mehr so richtig, dann gehe ich an den einen, dann passt der nicht, weil jetzt kommt mir der Part davor ein bisschen dünn vor, also der zweite Strophenpart. Wobei ich höre mal nochmal mit der ersten Strophe. Wir hören nochmal komplett von vorne. Wir müssen nochmal. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass der Aufbau nicht so hundertprozentig hier passt. Was wir machen könnten, wir haben ja noch gar keine, sag ich mal, Drum-Übergänge. Das heißt, was wir probieren könnten, wäre hier mal einen kleinen Übergang bauen. Ja, vielleicht irgendwie so in der Richtung.
Ja, und vielleicht nachher, ich probiere noch mal was anderes, wenn das nicht klappt. Besser. Also ich finde es jetzt auf jeden Fall besser. Ich muss noch mal kurz ohne Stimme hören, ob der Übergang sinnvoll ist. Der brettert natürlich, also dieser Bass hier brettert ein bisschen sehr krass rein. Den müssen wir auf jeden Fall ein bisschen runternehmen. Ja, wir haben ja jetzt hier zu viele Bässe. Ich glaube, es ist der Slap House Bass, der bombt hier rein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also ich habe im Kopf, weiß ich, was hier kommen müsste. Die Frage ist, ob ich das auch noch hinkriege. Ja, wir werden sehen. Wie gesagt, der ist ein bisschen krass. Also was ich mir jetzt als nächstes reinziehen werde, ist nochmal von AU5 die School of Bass, weil der ist für mich einer der krassesten mit Skrillex, natürlich Dubstep-Leute. Und ich würde gerne hier einfach einen Dubstep-Bass reinbauen, so ein bisschen wie bei Kill This Love, weil bei Popstars ist das alles ein bisschen wärmer, ist ein bisschen schneller, es geht ein bisschen nach vorne. Aber hier finde ich, passt das nicht, weil das alles so ein bisschen träge ist. Wir bauen hier etwas auf und jetzt bauen wir den absolut geilen, fetten. Ich glaube, diesen Slap House Bass Sound werden wir auf jeden Fall hier noch brauchen werden. Dann werden wir auf jeden Fall noch eine ganze Menge von diesen ja, Dubstep Parts brauchen, diese Dubstep Bässen, diese Wobble-Bässe. Und dann werden wir auf jeden Fall mit sehr viel mit Vocal Chops arbeiten. Ja, wenn ihr weiter dabei bleiben wollt, dann auf jeden Fall abonnieren, abonnieren, abonnieren. Guckt euch die Wiederholung an. Also, das wird, ich glaube, die meisten Sachen habe ich ja so bis 7, 8 Sessions gemacht. Ich glaube, das wird eine 20er Session. Also, ich will es nicht beschwören, aber das könnte auf jeden Fall eine 20er Session werden, weil ja noch eine Menge zu tun ist. Wobei, ich glaube, wenn wir die Parts fertig haben, dann wird das ja eher nochmal Copy and Paste. Dann brauchen wir noch ein Part, aber zumindest das jetzt sauber hinzukriegen, das wird auf jeden Fall krass. Ja, ansonsten hier natürlich Udemy. Ich glaube, die haben jetzt wieder die Weihnachtswochen. Nee, das sind wahrscheinlich die Osterwochen, nee, Pfingstwochen. Pfingstwochen. Da könnte ich auf jeden Fall den Kurs reinziehen. Da oben. Beat Nerd einfach eingeben oder Desart. Oder einfach hier unten in den Comments, in der Bio einfach mal reinhauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Ja, vielleicht mache ich morgen nochmal eine Session. Vielleicht mache ich nochmal morgen eine.